Hallo Leute, es geht wie versprochen sofort weiter mit Little Big Adventure. Wir sind hier beim Museum und wissen ja jetzt, dass darin der Schatz von Kapitän Marinemuseum, Einauge ist. Eintritt, Kinder, 3 Kasches. Erwachsene, 5 Kasches. Genau, das Marinemuseum. Und wir wissen, dass im Schatz von nicht Dr. Van Fogg, im Schatz von Kapitän Einauge der Schlüssel von unserer Familie ist, den Hegesippe verloren hat. Deswegen Ich sage ich mal, interessiere mich für die Geschichte des Piraten Einauge. holen wir uns einmal ein Ticket und besuchen das Museum mal ganz ohne irgendwelche Guten Hintergedanken. Tag. Ein Museumsbesuch kostet Sie 5 Kasches. Möchten Sie eine Eintrittskarte? Ja, bitte. Ja, ich nehme eine. Wir bekommen kein Item, aber wir werden jetzt einfach reingelassen. Das heißt, ich gehe jetzt direkt mal hier die Stufen hoch zur Tür und Sesam, öffne dich. Juhu, wir kommen rein, wir kommen ins Museum. Oh, eine Beamzelle. Naja, gehen wir mal die Treppe hoch. Oder versuchen es zumindest. Ja, wie hätte es anders sein können? Natürlich drückt er auf den Alarmknopf und was erscheint jetzt? Ja, ein Superdicko. Er prügelt uns nieder oder schießt uns nieder. Und welche Überraschung. Wir sehen einmal, wie uns Dr. Van Fogg hier richtig schlägt. Oder einer seiner Lakaien. Ich bin mir nicht sicher, ob Dr. Van Fogg das ist. Oder einer seiner Helfer. Und ja, wir wachen im Museum wieder auf. Toll. Im Museum. Ja, klar. Das hier ist das Museum. Ja. Nein, im Gefängnis. Aber glücklicherweise haben wir hier einen netten Geheimgang. Bei einem schönen Gitter. Und gehen mal in die Kanalisation. Also, der Geheimgang ist echt nützlich. So, falls man mal hier ausbrechen muss, ne? Ja, Magie haben wir jetzt natürlich keine, weil wir weder das Buch mit uns haben, noch die Tunika. Aber wir werden nicht verzagen. Wir werden ein bisschen durch die Kanalisation gehen. Und, boah, das ist eine Schlange. Nein, ich wollte nicht runterfallen. Die Schlange habe ich überhaupt nicht gesehen. Da liegt sie zusammengerollt. Und ich versuche mal, an ihr vorbeizukommen, ohne dass sie mich angreift. Nein. Komm schon, Twin Sun, du schaffst das. Wieder hochklettern. So. Und jetzt renn bitte daran vorbei. So, wunderbar. Wir haben es geschafft. Jetzt muss ich natürlich hier nicht runterfallen. Na, komm, Stückchen nach vorne noch. Und spring, Twinsen, spring. Und wir sind auf der anderen Seite angekommen. Und ich gehe mal hier hoch, ne? Und was für eine Überraschung. Wir kommen im Gefängnis. Bloß diesmal auf der anderen Seite wieder raus. Und bevor der uns hier schlagen kann mit seinem Knüppel. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwer hat ja nichts gemacht. Aber jetzt aber. Machen wir ihn fertig. Und hallo, Ludico. Ich interessiere mich für die Geschichte des Piraten Einauge. Genau. Ich weiß, dass Sie im Museum etwas von ihm haben. Ja, das weiß ich auch, danke. Glauben Sie es mir oder auch nicht, aber das Museum ist gut geschützt. Ich habe gerade diesen Knopf auf das Alarmsystem angeschlossen. Sobald man darauf drückt, wird das Gebäude geräumt. Es bleiben nur ein oder zwei automatische Wachen. Dies löst vor allem eine Vielzahl von Sensoren unter dem Parkett aus, die sofort Alarm auslösen, sobald sie das kleinste Gewicht wahrnehmen. Man müsste fliegen, um sich dort fortbewegen zu können. Ja, ein sehr wichtiger Hinweis. Einmal können wir mit diesem Hebel hier den Alarm auslösen, wodurch halt die ganzen Wachen rauskommen. Du hast soeben alle Gegenstände Yay! wiedergefunden, die in deinem Inventar enthalten waren. Und wo geht's eigentlich hier lang? Ich meine, da geht's auch in die Kanalisation. Ja, genau, da geht's in die Kanalisation. Nämlich hier rüber. Denn da hinten ist noch ein Aufzug. Den können wir jetzt aber noch nicht betätigen. Und ja, wir müssen fliegen können, um an diesen Sensoren vorbeizukommen. Das ist auch ein sehr wichtiger Hinweis. Deswegen, weil wir jetzt sowieso nicht ins Museum reinkommen, weil ja der am Tresen sofort die Wachen ruft, gehe ich jetzt mal wieder raus und gucke mir so an, was auf dem Rest der Insel so vor sich geht. Außer schlafenden Soldaten, versteht sich natürlich. Hier geht es noch in die Kanalisation. Das ist jetzt aber weniger interessant. Da ist unser Katamaran. Joa, was steht denn hier? Na, was steht da? Willkommen in Proxim City, Insel Proxima. Ja, gut. Da ist übrigens der Bazar, was man an dem Schild hier sehen kann, unter dem ich jetzt stehe. Da, dieses mit dem Benzinkanister davor, da Angesichts drauf. der wiederauflebenden Bedrohung durch die Rebellen, erneute Bombardements durch unsere tapferen Klontruppen. Das klingt irgendwie ein bisschen nach Star Wars, so die Klontruppen, Klonkriege. Naja.
Wir haben ja schon von den Rebellen gehört, allein durch den Hasi auf den Himalaya Mountains oder beziehungsweise am Rand der Himalaya Mountains. Wir waren ja nicht wirklich drauf. Wir waren ja noch am See. Und mit denen werden wir uns später auch noch anfreunden. Und hier gibt's irgendwie Willkommen, werter Kunde. nichts. Ihr Besuch ist mir eine Ehre. Schleimer. Stellen Sie sich gegen den Artikel Ihrer Wahl und erfahren Ihre Rezeption. Okay, wir können jetzt hier nur magisches Pulver. Einmal das Rote zum Lebensenergie auffüllen, das Blaue zur Magie wieder auffüllen, aber wir haben volle. Das heißt, das bringt nichts. Was macht ihr denn da? Ist er abgelenkt? Können wir vielleicht eben seine Kasse ausrauben? Na, setzen, komm. Nein, das war. Dieb, Hände weg von meiner Kasse. Schade. Oder jetzt vielleicht, wenn er da hinguckt? Nein. Dieb, Hände weg von meiner Kasse. Ich brauche das Geld nicht, aber. Na toll, dann halt Dieb. nicht. Ja, nee, oder kann ich dich besiegen? Ich konnte bisher jede Kasse ausrauben. Dann muss es doch vielleicht auch möglich sein, die Kasse hier auszurauben. Okay. Ich kann ihn auch nicht verletzen. Lebenspunkte-Bonbons. Möchten Nanu? Sie 10 Herzen für 10 Kasche? Nein, danke, Nein, aber. danke. Was ist dann das rote Pulver, wenn das Lebenspunkte-Bonbons sind? Ich dachte, das Pulver gibt Lebenspunkte. 15 Lebenspulverherzen kosten 30 Kasches. Okay. Das interessiert mich nicht. Heilen die Lebenspunkte-Herzen irgendwie mehr als die Bonbons? Weil die sind teurer. Da kostet ein Lebenspunkte-Herz kostet 2 und ein Lebenspunkte-Bonbon kostet 1. Ich weiß jetzt irgendwie nicht, wo der Unterschied ist. Oder kann ich Bonbons mitnehmen? Ich probiere es mal aus. Das interessiert mich jetzt wirklich. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Das wäre irgendwie cool, wenn ich die mitnehmen könnte, aber. Lebenspunkte-Bonbons. Möchten Sie 10 Herzen für 10 Kasche? Nein, das sind einfach nur normale Herzen, ne? Kauf ich. Ja, das sind einfach nur normale Herzen. 10 Stück. Aber warum sind die dann billiger als die anderen? Sehr seltsam. Naja, egal. Ich habe 10 Caches in den Wind geblasen, aber das macht nichts. Ich brauche jetzt nur noch 30, wenn ich mich erinnere, um hier etwas zu kaufen auf der Insel. Und wir gehen mal hier rüber zu dem Haus neben dem Bazar, um ihm seine Kaffeekanne zurückzubringen. Hallo, wie geht's dir denn? Wenn Sie mir meine Kaffeekanne zurückgeben, gebe ich Ihnen eine Liste von bestimmten Orten, wo man eine seltene Pflanze und bestimmte Kästchen finden kann. Tja. Fragen Sie mich nicht, woher ich diese Liste habe. Was wird das wohl für eine Liste sein von seltenen Pflanzen? Nein, kein Marihuana. Kleeblätter. Ich interessiere mich für die Geschichte. Ich kann nicht. Jemand hat sich in der Adresse geirrt und mir versehentlich diesen Gegenstand geschickt. Es handelt sich dabei um eine Tastatur, mit der man eine Tür des Beam-Zentrums öffnen kann. Dieses öffnet einen Raum voller Megapinguine. Man hat mir soeben Wow. einen Türcode gegeben. Okay. Also, dass das mal ebenso mit der Post verschickt wird und dann auch noch zum falschen Empfänger geschickt wird, ist doch schon ziemlich peinlich für die Diktatur. So, Türcode. Neben einer bestimmten Tür im Inneren des Beamzentrums ge gesetzt, gibt er Zugang zu einem Raum voller Megapinguine. Na, Kaffeekanne. Sie muss zu einem gewissen Langtier zurückgebracht werden, da neben dem Bazar auf der Insel Proxima wohnt. Gut, hier, Langtier, wir geben dir deine Kaffeekanne. Er hat dir eine Liste gegeben. Ich Yay. interessiere mich. Nein, Ich kann. nein, ich möchte das nicht nochmal lesen. Ja, dafür müssen wir aber auch erstmal ins Beamzentrum reinkommen und das wird noch lange dauern. Lesen wir erstmal die Boni-Liste. Standorte von bestimmten Kleeblättern und Kästchen. Auf der Zitadelleninsel gibt es ein Kleeblattkästchen in der Kanalisation, haben wir schon, und eine andere im Keller der Taverne, haben wir auch schon. Ein Kleeblatt wird von einem Soldaten, der sich hinter Sandsäcken befindet, bewacht. Okay, das wusste ich nicht. Ein anderes Kleeblatt wird von einem Klon inmitten der Ruinen auf der Hauptinsel bewacht. Ja, an den Ruinen waren wir noch nicht. Das war da, wo ich gesagt habe, da gehe ich später nochmal hin, nach rechts. Ein weiteres Kleeblatt befindet sich auf dem Dach des Marinemuseums. Ja, das werden wir gleich noch holen. Das ist aber sehr gut versteckt, dass man da hinkommt. Ein anderes wird von einem Dekoklon rechts vom Eingang des Beamzentrums bewacht. Ja, da können wir sowieso noch nicht hin. Ein anderes wird von einem Soldaten vor Funfox Festung bewacht, wo wir auch noch nicht hin können. Wir können nur zu seinem Hauptquartier, aber zu seiner Festung noch nicht. Das ist richtig, der ist so badass, der hat nicht nur ein Hauptquartier, der hat eine Festung. Und halt noch das Angesichts der Beamzellenhauptquartier. Und wiederauflebenden. das haben wir gerade eben schon gelesen. So ein weiteres Propagandaposter. Wir wollen aber keine Propagandaposter lesen. Naja, ich sag mal, gehen wir mal hier hin und gucken, was uns hier so erwartet. Dum, dum.
eine Beamzelle, aus der nichts kommt, und ein Haus mit einem Loch drin. Baldino! Ja. Verschiedene Erfindungen, die eine Hauswand und die Bäume dahinter zerstören können. Nicht wirklich sehr vertrauenserweckend, aber ich gehe mal durch das Loch in der Wand rein. Und er wirkt auch irgendwie sehr spartanisch eingerichtet. Ein Protopack. Hallo. Ich interessiere mich für die Geschichte. Ja. Ich weiß, dass Sie im Museum. Ja, wissen wir auch. Seit Tagen an einem Jet waren. Dies ist ein kleines Betriebwerk, ein neues Fortbewegungsmittel, das ich schon mal gefunden habe. Das Problem dabei ist, dass meine letzten Motorenfest die Wand im Garten wieder ein wenig beschädigt war. Ein wenig. Probiere ich die Leistung eines Motors richtig einzustellen. Ich bräuchte ein Rheostat, wie jenes, die man im Höhle gegeben hat. Könntest du mir einen besorgen? Ja, der Motor hat die Wand ein wenig beschädigt. Und er hat den Garten auch ein wenig beschädigt, nur so nebenbei. Ich habe Angst, es bewegt sich. Ich will nicht in die Luft fliegen. Bewegt es sich, wenn er draufschlägt? Das ist irgendwie beunruhigend. Nein, nein, nein. Nein, nein, ich möchte nicht mit dir reden. Wenn ich drauf haue, passiert nichts. Schade. Ich hätte es jetzt gerne in die Luft gehen sehen. Aber naja, kann man nichts machen.